Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zu einem kleinen Guide für Satisfactory. Ich würde euch gerne mal so eine Handvoll Tipps mit auf den Weg geben, die euch das Leben hier im Spiel etwas erleichtern können und wo Matze und ich, die hier diese Fabrik erschaffen haben, am Anfang Fehler gemacht haben, die wir so ein bisschen bereut haben, wo wir dann wieder umbauen mussten und dergleichen. Und dass euch das erspart bleibt. Dafür dieses kleine Video. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an mit dem, was ihr hier vor mir seht. Mit nämlich diesen Fundamenten. Die haben wir am Anfang viel zu spät gesetzt. Die kriegt man relativ früh im Tutorial bereits freigeschaltet. Und man kann dann diese Fundamente errichten und darauf dann eben entsprechend seine Fabriken und Anlagen. Das macht das Ganze wesentlich leichter dann zu organisieren und zu strukturieren, als wenn man diese Fabriken wie hier oben noch in unseren grausigen Anfängen, als wenn man diese Fabriken einfach auf die Landschaft setzt. Hier sehen wir dann eben auch die ganzen Höhenunterschiede. Das macht es dann schwieriger, mit Förderbändern dann mit Splittern zu arbeiten, mit Förderbändern dann, wenn die noch einen Höhenunterschied dazwischen haben, noch irgendwelche Felsstufen dazwischen sind und dergleichen. Also zudem sieht es auch einfach viel cooler und fabrikmäßiger natürlich aus, wenn das Ganze hier strukturiert in Fabrikhallen entsprechend aufgebaut ist. Zudem empfehle ich eindeutig, dass man diesen verschiedenen Produkten ein eigenes Themengebiet sozusagen gibt, eine eigene Fabrik gibt. Hier beispielsweise stellen wir Biotreibstoff her. Das ist eine eigene kleine Fabrikhalle. Ja. Die ist in dem Fall sehr, sehr kompakt gehalten. Insgesamt würde ich allerdings sonst empfehlen, dass man nach Möglichkeit relativ großflächig baut, relativ viel Platz lässt und somit dann auch Möglichkeiten bietet, das später zu erweitern, zu ergänzen oder dann eben umzustrukturieren mit neuen Teilen, die man bekommt. Aber da wir hier für den Biokraftstoff nichts weiter brauchen und das soweit funktioniert, haben wir das sehr, sehr komprimiert gehalten. Beispielsweise allerdings bei anderen Stellen da hinten haben wir es ein bisschen großräumiger, ein bisschen freier gelassen. Hier zum Beispiel auch. Hier ist dann jetzt unsere Hauptproduktion der komplexeren Teile, nenne ich es mal. Ja, hier stehen die großen Fabrikatoren, die dann zum Beispiel die verstärkten Platten herstellen oder die Rotoren herstellen. Und später gibt es natürlich noch darüber hinausgehende Teile. Und damit wir hier jetzt nicht anfangen, dass hier Eisenrohre ankommen und diese Eisenrohre hier dann jetzt zu Nägeln umgebaut werden, haben wir dann eben diese Produkte, die wir brauchen, bereits außerhalb dieser Fabrik in kleinen Zentren sozusagen gefertigt. Ich brauche hier beispielsweise nicht die Eisenbarren ankommen lassen und die dann hier zu Eisenplatten umbauen lassen, sondern die Eisenplattenproduktion findet komplett dort hinten in diesem Fabrikgelände statt, sodass dann also hier die Zwischenprodukte ankommen und nicht irgendwie Eisenbarren. Dann fängt man nämlich an und splittet die auf. Man braucht einen Teil der Eisenbarren dann für Rohre, man braucht einen Teil der Eisenbarren für die Platten, man braucht einen Teil der Platten für dieses Produkt, man braucht einen Teil der Platten für jenes Produkt und dann hat man hier 25 Splitter stehen, dazu noch die ganzen Produktionseinheiten und dann wird das Ganze ein reines Chaos an Fließbändern und dergleichen. Also das Ganze strukturiert machen, eine Plattenproduktion, eine Rohreproduktion, eine Schraubenproduktion, diese Einzelprodukte dann zusammenführen in einem zentralen Fabrikteil, wo dann diese komplexeren Produkte hergestellt werden. Hier also auch nochmal ein kleiner Einblick in eben dieses Vorprodukt. Hier kommen die Platten raus. Hier direkt, das kann man dann sehr, sehr kompakt machen, weil da keine Zwischenschritte nötig sind, werden die Barren produziert in den Schmelzen und hier kommen dann eben gleich die Platten raus und wandern in Container zur Zwischenlagerung. Falls es auf dem Weg mal stockt, kann man also hier auch gleich ein entsprechendes Pufferlager noch dazwischen schalten. Wir sehen ja, dass hier unterwegs das Ganze stockt und nicht weiter produziert wird, weil da hinten die Pufferlager eben voll sind. Wir produzieren momentan einfach viel mehr, als wir brauchen, aber besser haben als brauchen. Ja? Von daher haben wir hier dann noch vorgelagerte Puffer und hier hinten ist dann direkt die Förderung. Hier sind die Erzvorkommen und daher ist das alles auf einem sehr engen Raum, aber dennoch mit genügend Platz, um gegebenenfalls auch die Produktion noch zu erweitern oder dergleichen. Was in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant ist, wir gehen gerade nochmal zurück, beim Zement.
können wir uns das schön anschauen, wie es mit der Optimierung der Produktionszeiten ausschaut. Da kann man sehr viel rausholen und das Ganze natürlich dann zu 100% optimieren, wer möchte, wer so ein bisschen tüfteln möchte und dergleichen. Wir sehen hier bei der Förderanlage, ja, der bohrt hier nach Kalk, ja, fördert entsprechend Kalk und das Ganze mit 30 Einheiten pro Minute. Hier kommt der Kalkstand dann entsprechend raus und wandert in die Produktionseinheit, in den Konstruktor und hier wird dann entsprechend Zement draus gemacht. Allerdings braucht der, um auf 100% Effizienz zu arbeiten, 45 Einheiten pro Minute, die da ankommen. Man müsste also für eine ideale Produktion zwei Fördertürme bauen und drei von den Konstruktoren und dann könnte man mit 100% Effizienz hier Zement produzieren. Das haben wir jetzt auch nicht gemacht, weil wir genug Zement haben, aber im Hinblick darauf, dass man den Strom, den man hier einspeist, möglichst effizient nutzt, ist es natürlich sinnvoll, wenn die Dinger dann auch auf 100% laufen und nicht auf 66%, so wie hier. Also da kann man entsprechend einiges bei rausholen. Umgekehrt verhält sich das Ganze beispielsweise beim Kupfer, das können wir uns auch nochmal anschauen. Auch das Kupferbergwerk haut Kupfer raus mit 30 Einheiten pro Minute. Die Schmelzen sind immer auch so getaktet, dass sie ebenfalls, genauso wie die Bergwerke, 30 Einheiten pro Minute raushauen. In diesem Fall ist es nur umgekehrt. Hier wird weniger pro Minute verbraucht. Hier brauchen wir nur 15. Das heißt, für eine 100%ige Effizienz müssten wir jetzt einen zweiten Konstruktor daneben stellen, der ebenfalls dann diese Kupferdrähte produziert. Aber Achtung, wir sehen hier, ist dann das Fließband der Knackpunkt. Hier werden immer drei Einheiten produziert, dazwischen ist nur für eine weitere Einheit Platz. Würden wir also zwei Produktionen haben mit zwei Fließbändern und würden die hier unten zusammenfügen, gäbe es Fließbandstau. Also da dann entsprechend auch darauf achten, dass man dann wahrscheinlich besser zwei Lager macht oder schnellere Fließbandabfuhr macht von den Produkten. Hier kann man dann im späteren Verlauf auch das Fließband auf die nächste Stufe entsprechend noch ausheben. Das habe ich jetzt hier gerade nicht verfügbar, weil mir, glaube ich, die Platten fehlen, aber mal schauen. So, also dann das große Fließband, das schmeißen wir jetzt rein. Jeden einzelnen Teilabschnitt dabei bedenken. So, und dann sehen wir schon, werden die Abstände größer. Das heißt, auf diesem Fließband könnten wir jetzt deren zwei Produkteinheiten für diese Kupferdrähte unterbringen, während das eben zuvor nicht möglich war. Ja, da hätten wir dann zwei Fließbänder und damit auch zwei Lagereinheiten unten gebraucht. Jetzt könnte man sagen, wir machen ein zweites Fließband hier direkt daneben und merchen das dann entweder kurz davor oder hier oben bereits auf eines und haben keinen Engpass mehr hier zur Verfügung. Also das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte dann für später, sobald man diese schnellen Förderbänder zur Verfügung hat. Ansonsten, ganz wichtiger Punkt, den wir am Anfang echt falsch gemacht haben, geht schnellstmöglich in der Forschung auf die Kohlekraftwerke. Kohle ist meist ein bisschen weiter weg, ja, muss man von relativ weit herholen. Das kann man dann mit Förderbändern machen oder wie wir es hier machen, mit so einem netten Moped, was hin und her pendelt und die Kohle dann eben anschleppt. Wir haben nur ein einziges Förderwerk momentan für Kohle dran, haben zwei Kohlekraftwerke angeschlossen und die Lagerquellen über. Das Fahrzeug kann schon gar nicht mehr alles einlagern. Die Förderbänder stehen still und dergleichen. Das ist also eine sehr, sehr effiziente Möglichkeit, um mit einem Kohlebergwerk, ich schätze mal 4 oder 5 Kohlekraftwerke befeuern zu können. Und die dann zentral aufgestellt und den Strom von dort zentral verteilt, sodass man nicht die Kohle quer über die Lande verteilen muss, sondern dann den Strom lieber quer über die Lande haut. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Kleiner Tipp hier, wenn ihr die Kohle tatsächlich hier fördert über ein weit entferntes Werk, nutzt diesen Pendelverkehr, über den würde ich wahrscheinlich auch nochmal einen Guide machen, wie man den richtig einrichtet mit den Fahrzeugen später. Und dann könnt ihr die Kohle, die ankommt, direkt ausführen, einmal in die Kohlebergwerke führen und einmal direkt wieder retour in eben diese
in diese, wie soll ich sagen, in diese, wie nennt sich das, Docking Station, ne? Also diese Truck Station. Die braucht nämlich auch Energie hier und hat hier völlig falsche Energie drin. So, so wird sie jetzt dann entsprechend automatisch dann aus dem eigenen Lager rausbefüllt und ist immer mit Energie versorgt. Und ihr müsst euch da nicht großartig drum kümmern. Also zum einen in die Kohlekraftwerke mit einem Splitter direkt wieder in das eigene rein. Da gehen dann 100 Einheiten rein, werden relativ selten nur verbraucht. Wenn das dann erstmal aufgefüllt ist, dann steht dieses Band eh die meiste Zeit still und schiebt nur ab und an mal eins nach. Das also als wichtiger Punkt und eben ganz, ganz wichtig am Rande erwähnt, aber der zentrale, die zentrale Stromversorgung ist wirklich elementar. Wenn ihr jetzt anfangt, an jeder Produktionseinheit, die ihr habt, da hinten, hier oben, Stromkraftwerke zu bauen, dann kommt ihr irgendwann aus dem Verteilen von Kohle oder Biofuel oder was auch immer ihr dort verbrennt und verheizt, irgendwann nicht mehr nach. Es ist viel einfacher zu sagen, wir nehmen uns ein paar Ressourcen in die Hand und verteilen dann den Strom über die Türme. Da müsst ihr auch nicht immer anfangen, Türme bauen und die dann miteinander zu verbinden, sondern ihr geht einfach her an einen Turm und wählt unten Kabel ziehen aus, ja, dass ihr nur ein Kabel zieht und er baut dann automatisch an der Stelle, wo es notwendig wird, dann einen weiteren Turm hin. Das heißt, ihr nehmt den dann jetzt und lauft so lange, bis da unten die Meldung kommt, dass das Kabel zu lang ist. So, schauen wir mal. Das ist jetzt hier der Fall. Moment. Dum-dum-dum-dum-dum. Da, Wire is too long. Ihr habt es gesehen, da vorne wird es zu lang. Das heißt, da, zack, den nächsten Turm hin. Er baut automatisch das Kabel. Und so könnt ihr ratzfatz mit ganz wenig Aufwand, so ein Turm kostet nicht viel, sehr, sehr schnell Strom über die ganzen Lande verteilen. Und das ist weitaus einfacher, als wenn man anfängt, die Kohle an verschiedene Kraftwerkstandorte verteilen zu müssen. So, das reißen wir wieder ab, das brauchen wir nicht. Und dann waren das auch schon meine Tipps jetzt für euch. Zusammengefasst, nochmal im allerschnellsten Durchlauf. Fundamente bauen, um darauf die Fabriken zu errichten und die Verteilung der Ressourcen dann entsprechend ebenerdig hinzubekommen. Dann nicht zu kompakt bauen, sondern ein bisschen Platz lassen für weitere Ausbauten, Verteiler oder eventuelle Zwischenprodukte, die doch noch eingeführt werden müssen. Verschiedene Themenbereiche an Fabriken errichten, nicht mit den Rohstoffen hier ankommen, sondern mit Zwischenprodukten und diese Zwischenprodukte weiterverarbeiten. Nicht zu viele Produktionsschritte in einer Fabrik irgendwie verarbeiten wollen, sondern lieber immer nur einen Produktionsschritt Schritt pro Fabrik und für den nächsten dann eben wieder ein weiteres Gebäude errichten. Zentrale Stromversorgung, um dann eben die Verteilung des Brennmaterials zu erleichtern und den Strom dann von diesem einen Punkt einfach über diese Pinüpsel locker verteilen zu können. Und zu guter Letzt, schaut euch die Optimierung der Maschinen an. Schaut euch an, wie viele Einheiten welche Maschine produziert. Verteilt diese Produktion dann entsprechend auf mehrere Maschinen oder schaut zu, dass mehr Rohstoffe gefördert werden, je nachdem. Und dazu eben geht auf diese MK2-Förderbänder dort, wo es nötig ist. Die sind relativ teuer mit ihren verstärkten Platten, die brauchen. Aber wie zum Beispiel dort oben bei den Kupferstangen, bei den Kupferdrähten, dort haben wir dann gesehen, dass wir auf einmal die doppelte Menge fördern können und damit auch produzieren können. Also, da geht dann einiges zu optimieren und man hat da dann eine super effiziente Produktion. Und letzten Endes ist das ja irgendwo auch so ein bisschen der Reiz bei Satisfactory, das alles nochmal zu optimieren, nochmal besser zu machen. Und deshalb bin ich auch gespannt auf eure Kommentare. Was habt ihr für Tipps, für Vorschläge? Was habe ich vergessen eventuell zu erwähnen? Was habt ihr am Anfang falsch gemacht und würdet ihr jedem raten, jetzt anders zu machen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, falls euch dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Guide zu Satisfactory wieder oder hoffentlich im Livestream. Dann auf twitch.tv/koyaletsplay am 19.03. geht's los. Da kommt Satisfactory in den Early Access und da werden wir selbstverständlich Livestreams machen ab dann.
und weiter fleißig hier bauen und basteln. Alle Mitschnitte von den Livestreams sowie weitere Let's Plays findet ihr auf meinem Zwoot-Kanal Koya Live and Uncut. Beides, sowohl Twitch als auch den Zwoot-Kanal, habt ihr jetzt hier als Schaltfläche zum Anklicken. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts und könnt dann dort bei den Let's Plays und Livestream-Mitschnitten dabei sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.